Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Borderlands 2, meine lieben Freunde. Und wieder mit am Start ist der Sergeant Möller. Servus. Der Gabax. Jo, hallo Leute. Und der Rivano. Ja, hallo. Und natürlich, man sagt eigentlich nicht in Einsatz zweimal und ich. Und natürlich der Onkel genau. Von Gamercheck. Und der Onkel. Genau, wir machen jetzt hinten noch das eine gelbe Ausrufezeichen. Ich sag immer Fragezeichen. Und hier soll man jetzt still sein, hat Watschen gesagt. Jo, die ist sehr wichtig. Alle aber genau zuhören. Ich denke, du hast es noch nie gespielt, das Spiel. Das verwundert mich jetzt gerade so ein bisschen. Kumpel haben sowas oft gespielt haben und die haben ja extra gesagt, ja, das wenn Claptrap Vision da ist, immer zuhören, das ist wichtig. Okay, dann spreche ich jetzt mal an. Hey, ich habe eine Aufgabe von äußerster Wichtigkeit. Wenn du willens bist, die ein paar hundert Ärsche für ihn aufzureisen, hat Claptrap eine Überraschung für dich. Untertan, zu mir! Dein Meister befiehlt es dir! Ja. Rede mit Claptrap. Das waren jetzt wirklich. Das war sehr, 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 sehr wichtig. Rede mit. Achso, ich muss ja nochmal. Du hast mir geholfen, Sanctuary zu erreichen, Untertan. Dafür hast du dir eine Belohnung verdient. Ich habe ein Geheimversteck weit, weit von meinem momentanen Aufenthaltsort. Um es zu finden, wirst du eine Reihe fieser Aufgaben bewältigen müssen. Erstens, sammle ein paar braune Steine für mich. Dann besiege einen Badass-Gang. Danach musst du den verlorenen Stab von Mount Shooter klauen. Dann wirst du mir den Kopf des Zerstörers der Welten abliefern, um danach zu meinem Vergnügen zu tanzen. Was? Sammel 139.000 Steine. So, und jetzt seid mal schlau, dreht euch mal um. Wow. Oh, Scheiße! Es sieht so aus, als wäre die Tarnung meines supergeheimen Geheimverstecks gerade aufgeflogen, sodass es jetzt enttarnt ist. Na dann, Glückwunsch! Du hast dir meine sorgfältig geplanten Aufgaben erspart. Jetzt kannst du das Versteck durchsuchen. Da ist ja gar nichts drin. Das hast du da von deinen Kumpels gehört, was das so versteckt da ist. Ja. Kann ich wissen, dass da irgendwas ist? Irgendwie ja. Achso, das ist einfach nur so eine Bank sozusagen, wo man Sachen ablegen kann. Ich glaube, das ist einfach nur ein Scherz. Ein Rucksack, ja, Bild auf, doch. Bild ab. Ja, aber man kann hier sich die Belohnung kassieren, ne? Clap, du Egg, du warst so cool. Obwohl du mir nicht gebracht hast, was ich wollte, habe ich beschlossen, dir mein Versteck zur Verfügung zu stellen, um meinen Untertanen Waffen zukommen zu lassen. Speziell hast du dir verdient. Warum drückt denn jemand hier? Ey. Ja, ist doch in Ordnung, ich hab doch... Was macht der denn da? Gefällt mir das. Wenn du den schlägst, gefällt ihm das. Ich hab den nicht geschlagen, der wollte High Five. Irgendjemand hat nämlich Q gedrückt. Es ist nämlich ganz wichtig, dem Claptrap zuzuhören, deswegen untersprechen wir den einfach mal mit der Taste Q. Wer war das denn? Wer hat den Q gedrückt? Das war sowieso keiner. So, okay. Jetzt müssen wir den Safe benutzen. Der steht da. Das ist geil. So, ich würde sagen... Was nehmen wir denn? Warum kloppt die wilde Bestie denn da drauf? Ich glaube, die will das reparieren mit dem... Ich würde sagen, wir machen das hier. Namensspielchen, oder? Namensspielchen? Ja, dann hinlaufen. Bleib mal bei Onkel, geh mal vor. Hä, hey, weißt du nicht? Ja gut, die sollen dir folgen. Aber hier ist schon ein schönes Dörfchen hier, oder? Was willst du sagen? Ja. Niemand will was sagen. Nein, also findet ihr auch gut, oder? Niemand will das. Dann frag doch, das findet ihr auch gut, oder? Ja, das war doch eine Frage. Nee, du hast gesagt... Ich mach dann müsst ihr nicht so lange laufen. Dann seid ihr schon da. Reise. Habt ihr auch so eine geile Pistole gerade im Bild rechts, die sich dreht? Ja, so ein Maschinengewehr. Pistole. Nee, ich esse unterschiedliche Waffen. Ich hatte eine Pistole. Hi, die Tönig. Willkommen zum neuen und verbesserten Catch a Ride. Jetzt mit 47% mehr als 26% Todesfälle pro Jahr. Das ist weniger als letztes Jahr. Wer schießt denn doll? Darf ich mit einsteigen? Ja, mach, was du nicht lassen kannst.
Oh ja. Erstmal schön wieder ausrasten hier. Wir hatten beide wieder die gleiche Idee. Okay. Plündern, oder? Wollen wir da nicht plündern? Warte mal, es hat schon wieder ausgeschickt. Wir sind doch schon wieder da, hier. Da, komm, ach, hier müssen wir hin. Hier ist irgendwas. Ich komm. Ja, du müsst aber auch mal hier bleiben. Ja, ich wollte eigentlich die Ressourcen holen, aber naja. Wir sollen diese Haufen durchsuchen. Bist du sicher? Sicher. Ein Haufen Mist. Wir sind doch der Präsident. Oh, ein ganz dicker, ein ganz dicker. Oh, das Auto ist gleich kaputt. Ja, fahr weg. Ich fahr nicht. Ich bin nur der MG-Man. Kann mein Onkel aufgehoben werden von irgendjemand von euch? Ich bin schon unterwegs. Der Onkel ist am Arsch. So. Wir sollen die Haufen durchsuchen. Wo sind denn die Haufen? Seht ihr die? Danke. Was ist denn los? Kein Problem. Eine Flaschwürfel habe ich gerade aufgehoben. So sehen die aus. Wie sehen die aus? Das sind so die blauen Kristalle auf dem Boden. Nee, glaube ich die nicht. Die Eiskristalle. Ja, die ist voll fertig mit der Welt. Aua. Au. Ob also, der Spider-Man oder was? Also, wir haben noch keinen Haufen. Aua. Hey, die sind ja auch in dem Gebiet. Die sind ja nicht nur, die sind ja nicht in der Mitte. Ach, da hinten sind auch welche, ja. Glaubst du mal. Ich suche einen Haufen. Onkel? Ja? Ja, hier habe ich ein Medikit für dich. Ich brauche einen, ich habe nur 12. Ich habe nur 12 Lebensenergie, ich habe weniger als Onkel. Noch einen gefunden. Ah, hier sind welche, hier sind die restlichen. Oh, da kommt ein Haufen Kacke runtergefallen. Jetzt nimm dir sein Fell. Du Scheiße. Ich davon, dass brauch Hilfe. Zu meinem Hut passt, werde ich es untersuchen. Bitte, was ist das gewesen? Über die Kreaturen Pandoras. Chef. Ach, das ist ein ganz schön großes Gebiet hier. Wo ist denn der Haufen? Hier gibt's Heilung, liebe Freunde. Müssen wir die im Himmel abballern? Nein, müssen wir nicht. Wir müssen den Haufen suchen. Okay. Ja, wir haben noch 2 Stück. Ja, wir haben noch 3 St- wir haben noch... Hä? 2 Stück brauchen wir noch. Ja. Ja, aber hier gibt's ja keine mehr. Welche töten sollen wir auch. Aber haben wir schon. Ja, wahrscheinlich bei den Viechern selber hier. So, ich hab noch einen und da ist der letzte. Es scheint, Bullimongs benutzen diese Haufen, um ihren Unrat loszuwerden. Das liegt eine primatenartige Intelligenz nahe. Das ist es. Ich nenne sie Primabiester. Ich bespreche das mit meinem Verleger. Jag du in der Zwischenzeit ein paar Primabiester mit Granaten hoch, ja? Mal sehen, wie der neue Name für dich funktioniert. Ach, jetzt haben wir sie mit einer Granaten erlegen. Okay. Hab ich doch gerade schon. Das ist ein Wasserturm hier. Wir müssen noch zu den Punkten hin, oder nicht? Granate. Anscheinend. Granate. Werf die Granate. Also, da wo ihr seid, ist Quatsch. Ich hoffe, du bist geimpft. Nö, da waren die Kristalle, war doch alles richtig. Nee, das ist ja gar nicht der Punkt, wo wir hin müssen. Du kannst stets auf die Waffe an deiner Seite vertrauen. Ich hab sie, du brauchst sie. Alter, was ist das? Waffenautomaten schaffen Abhilfe. Brauchen Munition, liebe Freunde. Kauft dir Munition. Aha. Ich bin voll, ey. Ich bin absolut voll. Absolut. So, was ist denn das jetzt für ein Radar, das da rumzappelt? Ja, das weiß ich auch nicht so recht. Vor allem, das entfernt sich das Ding, da, ne? Erledige. Mein Verleger hasst Prima Beast. Wie unkultiviert. Prima Beast? Wie wär's mit Fotzi-Viecher? Ja, weil sie die hinterfotzigsten Viecher sind, die ich je gesehen habe. Und ich hab schon erlebt, wie mir ein Thrasher den Arm ausgerissen hat. Verdrängte Erinnerungen, ach ja. Egal. Schieß ein paar Projektile nächstes der Fotzi-Viecher aus der Luft. Schön. Dann sehen wir uns an, ob dieser Name funktioniert.
Ich raff die Mission nicht. Ich auch nicht so wirklich. Das sind Punkte, wo wir hinlaufen müssen, aber wir holen die schon vor den Punkten alle, die ganze Mission. Verstehe ich nicht. Ja, das Ding ist, so wie es. Ich gehe von aus, dass es das komplette Gebiet, wo wir das machen können. Und diese Punkte sind nur Anhaltspunkte. So sieht das mit Projektilen. Also, wie sollen wir diese Projektile abfangen? Oh oh. Was? Oh oh. Warum? Oh, hinter mir sind gerade ein ganzen Haufen von den Roten gewesen, also von den Viechern. Und. Ach, jetzt verstehe ich, was wir machen. Das sind ja diese Schneeschmeißer. Und die Dinger, wenn die diese Schneeballen schmeißen, die müssen wir abschießen. Das machen ja alle, die hier rumlaufen. Yeah, Level 9. Mega geil. Mega übel. Okay, dann hauen wir mal drauf hier. Ja, ihr dürftet doch nicht erschießen. Ihr müsst ja anhitten, damit sie werfen. Richtig. So, wo sind jetzt noch welche da hinten? Das nächste Level. Habt ihr schon habt ihr schon eingesetzt das Level? Sonst machen wir das kurz. Nee, Moment. Hä? Achso, ne. Skills. So, jetzt gibt's ja verschiedene Bereiche noch hier. Echt? Kannst du schon mehr auswählen? Mhm. Welches Level bist du denn? 9. Ach, da kann nicht noch mehr auswählen. Da kann die auswählen, die wir auch auswählen können. Die erste Reihe? Die ne? 6 Stück. Ja, die erste. Kann man schon die ganze Zeit auswählen. Man, Rivano. Echt? Mhm. So, wo sind jetzt diese Scheißviecher? Dann, wenn man sie braucht, dann sind sie nicht da, wie immer. Da hinten habe ich eins. Mein Blutdurst erhöht. Jetzt muss ich nur noch warten, bis er wirft. Oh, dann Onkel, lass mich mal. Nimm ich mal mit, Onkel, warte. Ach, werf doch ich bin mal ein Schneeding. Ah. Dann springt lieber auf ihn drauf. Hör mal auf ihn umzufahren, der soll Schnee schmeißen. Guck mal, der schmeißt er, der schmeißt. Komm, schieß ab. Hab ich. Ja, einen noch. Verdammte Axt. Sehr schön. Vorziehviecher ist eine geschützte Marke. Drauf geschissen. Ich bin okay, wir nennen sie einfach drauf geschissen. Hol mich genau. Der Teufel, weißt du was? Ständerforts. Genau, wir nennen sie Ständerforts. Schick ein paar von ihnen um oder mach was du willst. Mir ist es egal. So, wie heißen die? Heißen jetzt Ständerforts. Ja, tatsächlich, die heißen jetzt ständig Ständerforts. Oh Mann, ey. Au! Hab ich gerade angefahren? Oh oh, Ständerfurt. Mhm. So. Doch, du fährst mich gerade rum. So, ist da eine schöne Wache dabei? Tötet weitere Ständerfürze. Besten Dank. Ich hab dich mal mitgenommen. Was? Hey. Wie das denn? Aua. Ich wurde verletzt. Warte, ich nehm dich mit zu den Autos. Okay. Wir müssen noch einen weiteren Ständerfurz töten, ne? Ja. Ständerfurz, wo bist du nur? Soll ich dich mitnehmen, Gabax? Ja. Und habt ihr auch euren Ständerfurz losgelassen? Natürlich. Der war sehr standhaft. Der Furz, ja. Wo ist denn das Gebiet raus? Vögel, ja. Ich wollte hier mal grad gucken. Hitchcock, die Vögel, die hätten bei Gabax nichts zu lachen gehabt. Genau. Der hat sie alle vom Himmel gepustet. Boah, das Taschen fährt. Ich werde mir heute noch den Film Sleepy angucken. Sleeper. Das ist völlig egal, ich weiß, aber. Das ist genauso wie wenn mir jemand erzählt, welches Auto er fährt oder welche Beruf er jetzt hat und wie viele Stunden er gearbeitet hat. Ja, das waren ja auch viele Stunden, ne? Oh, mein Bein schläft ein. Ah.
Wo ist jetzt ein Ständer? Ja, hier ist kein Ständerfurz mehr unterwegs hier. Aber er getötet. Vielleicht müssen wir absteigen, damit die Fürze kommen. Sarf, wo willst du hin? Ja, hier ist doch einer. Jo! Ja, und den krall ich mir. Ständerfurz, Ständerfurz. Der Onkel lässt mich einfach alleine. Ich komme Ständerfurz töten. Hab ihn. Mein Verleger sagt, ich kann sie nicht Ständerfurz nennen. Oh, vielleicht war Bullimon doch nicht so schlecht. Komm wieder zurück. Also doch, Bullimon. Bullimon? So, wo soll man jetzt? Was zum Teufel? Versteh kein Wort. Also, wir haben jetzt eine Mission haben wir jetzt. Und zwar können wir jetzt aussuchen. Entweder kriegen wir einen Sniper oder eine Schrotflinte. Ich wäre für Sniper. Ich wäre für Schrotflinte. Willst du eine Schrotflinte? Ich habe eine. Ja, oder hast du auf dem Boden? Bessere. Nee, nur hol dich Sniper aus der Wurst. Mir ist es ja auch egal, also. Wenn der Möller das unbedingt will, dann gibt der Möller das auch. Nee, ich hab nämlich noch. Das haben wir dann wieder, wisst ihr, das haben wir wieder zwischen nach der Aufnahme, dann hab ich Stress doch wieder rum und oh. Das wollen wir doch alle nicht, oder? Wissen doch, was der Möller für eine Folie sein kann. Kriegt doch sein Scharfschützengewehr, komm. Nein, macht er natürlich das nicht. Nett von euch. Das macht er natürlich nicht. Nur Spaß. Ist die Kamera richtig? Also die Kamera. Das. Verstehen Sie Spaß? Das. Oh, da magst du bist ein Trottel. Oh. Boah, da ist gerade eine richtig geile Knarre im Bild. Die will ich haben. Anpassungsfähige Schilde. Musst du auf den Tisch haben. Im Element. Yeah. Ah, das Spiel gefällt mir. Aber du bringst ja jetzt doch zur Schrotflinte. Der Nasenbären. Ja, Moment mal. Pass auf, komm mal her. Kann ich Waffen irgendwie abschmeißen? Ja. Tauschen kannst du so. Ja, du musst. Finde ich jetzt lustig, ihr seid jetzt doch Richtung Schrotflinte gefahren. Tauschen? Wie tausche ich denn? Hallo, Leute, gib mal bitte eine Antwort. Ja, ich will dir gerade eine Schrotflinte zeigen, ob die vielleicht besser ist für dich. Ich will doch keine Schrotflinte, wir gehen doch bloß gerade dahin. Ihr seid den Weg hier hingelaufen. Das ist mir egal, ich habe trotzdem eine für dich. Nimm hin. So, X gedrückt halten. Jo. So. Ey, die Soldaten sind alle kugelsicher. War die hier. Ist die, hoppala, das bringt die hier. Ist die besser als meine? Als deine? Bleib mal stehen, Rebano. Mal sehen. Weil die hat Feuerschaden. Oh ne, warte mal, brich mal ab. Bleib mal hier. Ich fordere dich heraus. Was heißt das jetzt? Ja, drück mal V. Und dann können wir kämpfen, oder was? Was sagt sie? Mathe? Ach scheiße, echt jetzt? Ja! Mach jede. Zeit für ein Duell. Duell. Alle? Nur plus die Tür, oder? Ja. Sollen sie sich mal bekämpfen? Er liegt am Boden, wir haben ihn weggelutscht. Das war's, oder? Ja, passiert ja nichts. Man kriegt keinen Schaden, nix. Ja, ist cool. Aber ich hab meinen F ausgelutscht. Ist cool. Rivano? Ja. Ist cool. Dann können wir jetzt noch die Quest abgeben und dann ja, also die Pause machen. Oh, zu der. Ah, nee, jetzt sind wir doch beim Hammerlock, okay. Genau, dann sprechen wir an. Trillionen Dank, Kammerjäger. Dank dir sieht ein dummer alter Mann jetzt viel cooler aus, als er es eigentlich verdient. Damit meine ich natürlich mich. Mhm. Na, was soll ein Crap-Trap ist trotzdem Mist. Ach, jetzt krieg ich doch nicht rutschen, du, hä? Almanach erscheint. Ich hab nichts bekommen.
Wir müssen den Safe aufmachen, steht doch da. So, Belohnung kassieren. Ah, du kannst dir das aussuchen, was du haben willst. Ich habe zum Beispiel einen Sniper. Ich denke, da gibt es einen Sniper. Ja, ich habe auch einen Sniper. Achso, dann ist das plus. Und ich habe unten drunter aber auch einen Dedicated Crossfire Spike Shield. Jo. Wo kann man den aussuchen? Hallo. Und darunter ein Bild von uns schrubbeln, den nehme ich nicht. Da im Menü, okay. Ja, aber das Schild ist auch scheiße. Ja, kannst du halt verkaufen, dann hoffe ich das. Oh, guck mal, ich hab ja. Oh, hier man kann sogar drei Waffen jetzt nehmen. Ja, hab ich auch. Echt? Ich hab jetzt hier. Cool, cool. Ach, tatsächlich. Ach, das war wahrscheinlich vor uns durch diesen. Ja, durch Level Up. Ich hab jetzt hier eine Hiyumukamuk, ein Scharfschützengewehr, das hat 134 Schaden. Wow. Oh, wir haben hier eine hübsche Perle. I like them, move it, move it. Also Gabax, die macht hier dir echt Konkurrenz, muss ich schon sagen. Wo denn? Holla die Waldfee. Wen denn? Echt? Da verliert man sich doch. Die Puppi da? Die ist aus dem, von Borderlands 1, aus dem DLC. Ach, ich spende. Ich hab mein Trinkgeld gegeben. Ah, hier, komm mal, Dings, willkommen. Achso, ja, stimmt, das müssen wir auch machen. Was ist das? Gibt's hier nicht noch einen? Ja, das hab ich schon. Oh, was hat er gewonnen? Was hat er gewonnen? Irgendwas hab ich auch, eine Waffe gewonnen. Cool. Das ist ja nice. Ja, und ja, aber ich würde sagen, dass wir mal Pause machen können. Jo, guck mal das. Ich würde das bloß gerne wieder verkaufen. Ja, das können wir auch so machen. Was? Ja, hier ist doch gerade nichts zu verkaufen. Ja, eben, deswegen sage ich da, Mann. Oh, cool, hier kann man Klavier spielen. Okay. Ich hab wenigstens eine Melodie rausgebracht und du machst blöd, 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 blöd. R2D2. Nee, 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 nee. Biep, buh, biep. Ja, dann was ist ich jetzt sagen, hier? Pause, Ende. War ich dran? Ja, okay. Ach, ich war dran, ja. Okay, ja. Meine lieben Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Alle Kanäle natürlich unten verlinkt. Könnt ihr reingucken und reinschnuppern und die machen natürlich auch andere LPs. Und dann war's das für heute. Wir sehen uns beim nächsten Part. Bis denn. Ciao. Ciao. Ciao, Leute.